Ich fühle mich pudelwohl hier im PP Osthessen. Ich freue mich über die neue Aufgabe. Es ist für mich was ganz Besonderes, hier in meinem Heimatpräsidium Verantwortung für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Kolleginnen und Kollegen zu tragen. Das ist für mich tatsächlich eine Auszeichnung, eine Wertschätzung, und ich freue mich auf die Aufgabe und die Zusammenarbeit hier in Fulda. Seit Ende November ist Michael Tegetow neuer Polizeipräsident in Osthessen. Der 57-Jährige stammt aus der Region. Er wurde in Fulda geboren, ist in Neuhof aufgewachsen und wohnt jetzt mit seiner Familie in Eichenzell. Er war der Wunschkandidat vieler Polizisten, denn die Basis ist ihm wichtig. Ja, in der Woche ist natürlich schon viel passiert. Es war eine sehr zeitintensive Woche. Ich habe erste Gespräche geführt hier innerhalb des Polizeipräsidiums Osthessen. Aber ich habe auch meine Antrittsbesuche bei der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg und auch der Polizeidirektion Vogelsberg in Lauterbach durchgeführt. Das war mir nach der Amtseinführung hier im PP Osthessen in Fulda ganz wichtig, auch ein Signal zu setzen, dass die beiden anderen Landkreise mir genauso wichtig sind. Auch die Polizei steht vor großen Herausforderungen. Es ist mir ganz wichtig, dass wir uns als Polizei auch den Sorgen und Nöten der Bevölkerung, der Bürgerinnen und Bürger annehmen, aber bei allen Entscheidungen, bei allen Weiterentwicklungen nicht nur die Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt unserer Überlegungen stehen sollten, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen. Was bewegt auch unsere Bediensteten, um letztendlich, und das ist ganz wichtig, dass wir als Team uns quasi den Herausforderungen stellen, weil ich denke, nur als Team, in der eine gute Zusammenarbeit gepflegt wird, können wir langfristig erfolgreich sein. Osthessen News. Sehen, was bewegt.